So, jetzt haben wir die siebte Folge hier am Start. Oh Gott, wie hieß das Spiel nochmal? Laterne der Seele, irgendwas hier mit New York und, ne? Auf jeden Fall die siebte Folge jetzt hier mit mir im Kegel. Und dadurch, dass wir jetzt Gott sei Dank diesen Schraubenzieher gefunden haben, können wir jetzt. Behalt ihn bitte. Können wir mit dem Kabel rüber? Wir machen es das mal ein bisschen einfacher. Wir gehen mal ins Büro und können dieses Kabel, weil wir es können. Dachte ich. Ach so, ja, Moment, Moment, ist ja gut. Schrauben. Und schraub mal wieder fest und behalt ihn bitte. Danke, sehr freundlich. Ich halte es nicht aus. Hey, ist gar nicht schlimm. Ich bin zwar im Gefängnis, aber hey, mir geht's gut. Ach, ist das schön. Laura, glad you're all right. I almost managed to get out, but a man with a machine gun found me and locked me in this cell. He was mumbling about some sort of experiment. He seemed pretty much off his rocker. These handcuffs are loose enough. If I had some grease, I could try and slide out of them. That guy is dangerous, and he might still be nearby. Ja. Besorgen wir dir ein bisschen Schmiermittel. Aber erstmal können wir den Schrank hier aufschließen. Handschellen. Wozu braucht das Mädel jetzt Handschellen? Sollte Öl auf seine Hand träufeln. Ja, aber nicht jetzt, ne? So, das nächste Chameleon-Objekt. Sehr nice. Und da haben wir auch wieder ein Sammelobjekt. Sehr geil. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein paar Steinchen. Ach, hier haben wir die zweite Münze und eine brauchen wir ja noch. Geil. Von der anderen Tür verschlossen. Ich werde die Stäbe durchfallen mit. Was? Ja, hast du eine Feile dabei? Wie es aussieht, nicht. Ich sag schon nichts mehr. Alles gut. Ne? Ich wollte es mal gesagt haben. Können wir die hier vielleicht? Ah, okay. Ölkanne. Na wunderbar. Aber irgendwo mussten wir doch diese Münzen noch einsetzen. Wo waren das? Wo war denn das verdammte Scheiße? Der sieht ein bisschen zugekifft aus. Verdammte Scheiße, wo war denn das jetzt mit den Münzen? Also ich weiß auf jeden Fall, dass man irgendwo noch jetzt, also zwei von diesen Münzen einsetzen musste. Oder war das im... Das war doch hier im Bunker, oder bin ich da jetzt komplett falsch? So, komm, hier hast du einmal ein bisschen Öl.
Oh, thanks for the help. We need to get back to the Order and tell Professor Bishop about everything. Is the vent fan still blocking the tunnel? Hmm. I'll help you out. These old structures should be easy to crack. Take this. I found it in the cell. It may come in handy. Was? Mechanischer Arm. Ja, gut. Okay, ja. Ah, warte mal, genau, jetzt kommen wir hier nämlich, erstmal den, diesen mechanischen Arm hier benutzen. Und dann können wir nämlich diesen Wasserhahngriff hier vorne benutzen. Und jetzt haben wir das Plastikherz und jetzt können wir das nämlich hier vorne mit den ganzen anderen Kram zusammensetzen. Hoffe ich mal. Dr. Kegel macht das schon. Mach sie mal bitte keine Sorgen. So. Na, perfekt. Damit hätten wir den Lüftungsschlüssel. Ja. Also, wird, ja, muss ja, ne? Haben wir jetzt hier noch irgendwelche Objekte? Nö. Also, angezeigt wird jetzt gerade nichts. Alle klar. That's the Soul Reaper. We better stay away from that creature until we know a little more about him. Ja, lass mich mal machen, ne? So. The ventilation is turned off. Let's get out of here. We need to tell Bishop about everything. Ja, Moment. Das machen wir gleich. Ich wollte mal ganz kurz hier auf die Aufgabenliste gucken. So, schalte die Ventilation ab und verlasse den Bunker. Das haben wir. Suche im Bunker nach Will. Das haben wir auch. Und die Laterne des Sensenmanns haben wir leider noch nicht. Aber jetzt müssen wir einmal zu Bishop und den Ausweis da überprüfen lassen. Ansonsten haben wir alle weiteren Aufgaben bisher abgehakt und erledigt. Geil! Wir sind ja richtig gut. Ich freue mich. Tschüss. Looks like all those men are zombies now. Naja. It's dangerous, but we have to. Los, weg hier. Können wir das nicht ein bisschen einfacher machen? Boah, Alter, wir haben hier noch einiges zu gedingsen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Ömmel hier, ne? Hier. Ich muss konkrete Anhaltspunkte finden, um sie Bischof... Ja, hier. Nimm den Ausweis. Richard Hardstein? You think that he's behind the incident at the Martell Estate? We'll have to split up to work on a few different areas here. Will needs to go to his home to look for clues. You head to the Metropolitan Opera and interview his colleagues there. I'll search the archives for any data on the Reaper. I've never even heard of such a creature before. Use our underground tunnels. We haven't activated the tunnel entrance from our new headquarters yet, but everything else is ready. Take this key to my study. You'll find everything you need there. Frage die potenziellen Zeugen. Alles klar, jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen. Okay. Ist das hier sein Arbeitszimmer oder was? Tatsache. Geil. So, zeig mal, was hast du da alles Schönes drin? Also, ich könnte natürlich hier alles Was? Die Eule will mich nicht an den Schreibtisch lassen. Ich muss sie verscheuchen. Ein Wagenheber. Hier, schmeiß ab. Hier. Gut. Funde da. Oh! Okay. Ein Griff und ein Orden fehlt da jetzt noch. No? Eine Medaille fehlt. Ich sollte mich nach ihr umsehen. Alles klar. Ja, ist ja gut. Jetzt haben wir hier oben. Da brauchen wir einen Schlüssel für.
den wir leider nicht haben. Also noch nicht. Damit versiegelt man Briefe und da war mal ein Hebel dran. War mal. Ja, jetzt. Das ist doch ein Griff. Ja, also ein Hebel. Also, ne? Oh Gott. Oh, es ist ein... Oh! Okay. Sehr nice. Mit der Lupe können wir hier nichts machen. Mit dem Wagen hier mal da. Nee. Hätte ja sein können. Man weiß es ja nicht. Was? Vielleicht öffnet sich ein Geheimgang, wenn ich die Bücher anders anordne. Ich muss nur erst, was? Erst wissen, wie. Was? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man jetzt... warte mal, die Zehner könnten das vielleicht die größten... Also eben konnte ich sie noch gedingsen. Jetzt geht's nicht mehr. Toll. Oh, wie kriege ich diese scheiß Eule da weg? Die geht mir gerade ein bisschen auf die Zwiebel. Warte mal, können wir hier vielleicht diesen Griff ansetzen? Nee. Aber das Ding geht auch nicht, ne? Ja. Dachte, ich probiere es mal aus. Entschuldigung. Ach, hier oben ist auch noch ein Sammelobjekt. Wunderbar. Danke für das Blümchen. Der geht hier nicht. Das geht hier auch nicht. Ich sollte vielleicht noch mal eben gucken, wo ich jetzt hier noch Aufgaben hätte. Ah, warte mal, hier in der Ruhmeshalle kann ich hier den Schraubenzieher benutzen. Stecke die Gemälde in die Rahmen. Ach du Scheiße. Der passt da schon mal. Das ist schon mal schön. Die kommt dahin. Den Angel packen wir dahin. Die beiden tauschen hier. Der Olle kommt da oben hin. Und die beiden so. Geil. Ich freue mich. Dankeschön. Danke für die Blumen. Danke, danke, danke. So. Hebel und eine Kurbel. Ich glaube nicht, dass das... Nee. Na, sorry, man muss, ne? Man muss ja alles austesten. Ähm,
Das wird auch nicht funktionieren. Oder vielleicht doch? Okay. Ich muss ein Loch ins Glas schneiden. Ja, mein Liebscher, wenn du die Glasscherbe mal aufgehoben hättest, dann wäre das alles kein Problem. Aber hast du, olle Schlawutzki-Tusse, ja nicht. Und warum nicht? Weil du dumm bist. Das hätte man noch anders regeln können. Aber wolltest du das? Nein! So, können wir den bestimmt hier ran, wa? Jetzt haben wir hier einen zweiten Griff. Okay. Ach so. Ich muss nur den Leuchter anzünden. Ja. Kein Ding, mach. Was ja vorher nicht Streichhölzer gab, ne? Beziehungsweise in den ersten Folgen Gedings, ne? Aber hey, ist okay. Ich sag schon nichts mehr. So, wir haben jetzt im Bunker neue Aufgaben. Wir haben hier noch eine neue Aufgabe und in Martells Anwesen auch. Und da haben wir auch noch einige Sachen zu finden. Hier haben wir auch noch ein Sammelobjekt im Büro. Kommt der hier ran? Ach, wie schön. Na, ganz toll. Eine Lochkarte und technische Abteilung an alle Ordensmitglieder. Ein neuer Tunnel ist betriebsbereit. Er führt zum Metropolitan Opera und die Testfahrt verlief reibungslos. Die in diesem Umschlag enthaltene Lochkarte ruft automatisch ein Abteil herbei. Okay. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Entschuldigung. Wie können wir... Vielleicht so? Nee. Ich wollte es nochmal austesten, weil wir jetzt ja zwei Griffe haben. Ach, das ist doch scheiße. Das ist echt scheiße. Schlüssel haben wir dafür auch noch nicht. Tja. Also so wird das hier erstmal nichts, wa? Aber wenigstens haben wir schon ein paar Sammelobjekte. Ja. Warte mal, hier im HQ komme ich jetzt sowieso gerade nicht weiter. Toll. Würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz im Bunker zurück. Und gucken nochmal hier im Bunkereingang, was wir da jetzt für eine Aufgabe hätten. Ach, siehst du, hier war die besagte Kiste mit den Münzen. So, und das war jetzt die besagte Aufgabe? Tatsache. Aber ein Chamäleon-Objekt fehlt hier noch. Mal ganz kurz hier rumgucken.
glaube zwar nicht, dass wir das jetzt hier noch so auf die Schnelle finden. Doch, tun wir. Ha. Sehr gut. Und damit hätten wir das erstmal alles abgehakt. So. Jetzt haben wir im Arbeitszimmer noch ein Sammelobjekt. Da gucken wir auch noch mal eben nach. Wo könnte sich das denn befinden? Also, es könnte ein Apfel sein, es könnte eine... Ach, hier! Haha! Ich hab es! Dankeschön! Sehr nice! So, genau. Und damit haben wir das Sammelobjekt auch erledigt. So. Jetzt geht es hier weiter. Hier haben wir auch noch ein Sammelobjekt, beziehungsweise ein Chamäleon-Objekt. Das möchte ich auch noch gerne mitgedingsen. Ich glaube, da hatte ich ja die letzten Male auch schon so ein paar Problemchen, das zu finden. Diese Ketten sind nicht leicht kaputt zu kriegen. Das ist ja... Hätte ich nicht mit gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Aber so richtig weiterkommen tue ich ja auch nicht. Ach so! Gut, also das war jetzt gerade nur so aus doofen Dunst hier mal draufgeklickt. Ich hatte jetzt gar nicht gesehen, dass sich dieses Objekt verändert. Alter Finne. Das ist ja ein Ding. So, dann haben wir nämlich dieses Dings hier auch abgehakt. Und hier im Geheimgang haben wir auch noch ein Sammelobjekt und jetzt eine neue Aufgabe. So. Das können wir so nicht benutzen. Mit dem Wagenheber vielleicht? Das klappt sogar. Ich halte es nicht aus. Die Brooklyn Bridge. Eine der ältesten Hängebrücken der Vereinigten Staaten. Sie überspannt den East River und verbindet Brooklyn mit Manhattan. Der Bau der Brücke dauerte 30 Jahre, wurde sie am 24. Mai 1883 fertiggestellt und war zu diesem Zeitpunkt die mit Abstand längste Hängebrücke der Welt. Nice. So, das war die sechste Karte, die wir jetzt gefunden haben, sein Tun. Da hätten wir jetzt eine Säge. War das jetzt auch das Sammelobjekt, was wir finden mussten? Ne, hier ist immer noch eins. Moment. Hier noch ein Sammelobjekt befinden. Ach, hier unten. Ach, wie schön. Ganz toll. So. Wir haben jetzt hier im Eingangsbereich die nächste Aufgabe. Aber vorher möchte ich natürlich nochmal hier hingehen. Weil hier auch noch ein Chamäleon-Objekt auf uns wartet. Ach, guck mal. Da haben wir schon. Haha. So, 17 von 35. Also die Hälfte hätten wir schon mal zusammen. Ist doch geil, oder? Also ich freue mich da sehr. Eingang zum Anwesen. Dann sehen wir mal zu. Sagen wir nicht, wir kommen jetzt endlich... Jetzt müssen wir die Säge dafür benutzen.
Nö. Ich sag, nö. Ich sag nichts. Alles gut. So, jetzt haben wir noch knapp 5 Minuten auf dem Timer. Würde ich sagen, packen wir hier die Dings noch rein, hier die Metalltrauben. Und mal sehen. Da man, oh, den Stethoskopteil, okay. Und die letzte Münze, die wir noch gesucht haben. Sehr schön. Dann können wir das Stethoskop eben noch zusammensetzen. Sehr schön. Und damit können wir wahrscheinlich den Tresor hier drüben aufmachen, oder? Gib die Kombination ein, die richtige Auswahl schiebt den Pfeil zum nächsten Knotenpunkt, die falsche schiebt ihn zum vorherigen. Das Schöne ist, der Fall bewegt sich überhaupt nicht. Was? Woran erkenne ich das jetzt? Ja, toll. Also die erste Zahl ist eine 9. Die zweite war eine, was, eine 3 oder? Ja. Vielleicht mal eben kurz aufschreiben. Also 9, 3. Oh Gott. Platz 6? Nee. 4 ist es auch nicht. Eine 2? Auch nicht. Eine 1? Auch nicht. Eine 0? Jawohl. Also. 9, 3, 0. Das ist gerade jetzt mal so ein bisschen Ratespiel hier. Das tut mir jetzt leider aber nicht weh. Aber das wollte ich hier gerne noch in diesem Part beendet haben. So. Ich weiß nicht, ob wir den Dings dann irgendwie nochmal zwischendurch gebrauchen werden. Eine 8. Vielleicht eine 4? Auch nicht. Oh, ich mache jetzt nochmal hier alle Zahlen durch. 0 ist es auch nicht. 1 auch nicht. Okay, die 2. Jetzt gucken wir nochmal auf 1. Perfekt. Dann haben wir die zweite Figur. So. Dann hätten wir das doch auch. Wunderbar. So, dann gehen wir hier nochmal ganz kurz hin. Also im Anwesen haben wir jetzt erstmal alles erledigt. Wir könnten jetzt einmal zum HQ gehen. So, der Timer ist jetzt abgelaufen.
Und wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme für heute beenden. Wir haben jetzt 7 Folgen am Stück aufgenommen. Ich werde jetzt nochmal hier zum HQ rübergehen. Werde hier vorne die Figur noch einsetzen. Und dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann selbstverständlich in der nächsten Aufnahmesession wieder. Wenn es dann hier mit dem Rätselspaß weitergeht. Und das wird bestimmt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim Rätselspaß mit dem Kegel. Ja, also macht's gut. Tschüssi!